Heidelberg ist nicht nur eine international renommierte Wissenschaftsstadt und Touristenmetropole. Auch als Klimaschutzhauptstadt ist sie regelmäßig im Zentrum der Aufmerksamkeit, zuletzt zum Beispiel mit der internationalen Klimaschutzkonferenz EK im Mai 2019. Die Stadt ist mit zahlreichen Maßnahmen auf allen Ebenen in Klimaschutzfragen aktiv. Ganz aktuell zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr. Die neue Haltestelle Hauptbahnhof ging an den Start. Zu ihrer feierlichen Einweihung reiste Baden-Württembergs Minister für Verkehr Winfried Herrmann extra an. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Professor Dr. Eckart Würzner, Erster Bürgermeister Jürgen Otschuk, Konversions- und Finanzbürgermeister Hans-Jürgen Heiß, HSB-Geschäftsführer Michael Jäger und Martin Inderbeck, RNV-Geschäftsführer, vollzogen sie die Eröffnung mit der Zerschneidung des Bandes. RNV-Geschäftsführer Martin Inderbeck. Ja, es ist heute ein ganz wichtiger Meilenstein für die RNV und vor allem ihre Fahrgäste, dass wir hier in Heidelberg an der Haltestelle Hauptbahnhof die umgestaltete Haltestelle eröffnen können und dies aus folgenden Gründen. Zum einen konnten wir die Haltestelle jetzt näher an den Bahnhof rücken. Man braucht nicht mehr die Straße queren, das heißt kürzere Wege beim Umsteigen von der S-Bahn zum städtischen Nahverkehr in Heidelberg. Und was auch gut ist, wir haben künftig 4 Gleise am Hauptbahnhof. Das heißt, der Straßenbahnverkehr kann entflochten werden. Das bedeutet eben auch, dass wir für künftige Ausbauten in Heidelberg besser gerüstet sind, dass wir künftig noch mehr Straßenbahnverkehr hier anbieten können. Oberbürgermeister Professor Dr. Eckart Würzner freut sich über die Haltestelleneröffnung als richtigen Schritt in Richtung nachhaltige Stadt für alle Bürger. Das ist für uns ein ganz wichtiges Instrument, um die Stadt Punkt 1 natürlich auch in seiner Attraktivität zu erhalten. Wir wollen, dass alle gut zu ihrer Arbeitsstätte kommen oder in die Innenstadt oder hier auch einkaufen können, hier leben können, so wie sie sich das wünschen. Aber dafür brauchen wir vor allem auch einen zentral gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr neben einem hervorragenden Fahrradnetzwerk. Ja, ich bin überglücklich. Heute ein weiterer großer Meilenstein zur Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs in Heidelberg. Wir haben jetzt den Bahnhofsvorplatz, den zentralen Busterminal, also den Umsteigebereich von der Bahn auf die Straßenbahn und auf die Busse in Heidelberg umgebaut. Wir hatten hier früher 2 Terminals, jetzt haben wir 4. Alles barrierefrei, auch für Menschen mit Behinderung natürlich eine Riesenerleichterung für ältere Menschen, für Kinder, aber auch für normale Pendler. Und ich glaube, das ist etwas, was großartig ist und jetzt unser System hier in Heidelberg deutlich verbessert, sodass wir davon ausgehen, dass etwa 10.000 Menschen mehr gewonnen werden können, um den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Also ich fahre eigentlich fast ausschließlich mit der Bahn, wenn ich mich in Deutschland bewege. Und natürlich innerhalb der Stadt nutze ich Straßenbahn und Busse, wobei ich ehrlich bin, das Fahrrad spielt für mich eine enorme Rolle, weil man doch zum Teil noch schneller ist als mit der Straßenbahn oder mit dem Bus. Jetzt haben Sie bewiesen, dass Sie nicht nur ein gutes Konzept nachgeliefert haben, da war nicht alles fertig damals zu dem Zeitpunkt, sondern dass Sie vor allen Dingen schnell und erfolgreich gearbeitet haben. Ganz großes Kompliment an die Verkehrsbetriebe, an die, die es umgesetzt haben, an die Stadt, dass sie das so vorangetrieben haben, dass man von den 8 Teilelementen jetzt 5 fertiggestellt hat. Heute würde ich mal sagen, ein vorläufiger Meilenstein. Das wird nicht der letzte sein, aber vorläufig erstmal der letzte. Und ich habe die Freude und die Ehre gehabt, dass ich sozusagen beim Beschluss im Kabinett mitgewirkt habe und dann jeden einzelnen Schritt begleiten konnte. Und ich glaube auch, 5 von 8 Projekten sind realisiert worden innerhalb von 5 Jahren. Das ist wirklich vorbildlich. Man war schnell, man war effektiv. Und am Hauptbahnhof, diese Haltestelle, das war halt auch ein Engpass, der war gefährlich. Es war ein Flaschenhals, der ist jetzt aufgeweitet worden durch mehr Gleise. Und man muss nicht über die Autostraße fahren und sich gefährden oder die Autofahrer in Schwierigkeiten bringen. Also insofern ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass der Umstieg zwischen Stadtbahn, Straßenbahn und großer Eisenbahn, dass der einfach gelingt und sicher ist. Die Eröffnung der Haltestelle ist Teil des sogenannten Mobilitätsnetzes Heidelberg, das seit 2015 realisiert wird. Die ÖPNV ist mit insgesamt 80 Millionen Euro beteiligt, Bund und Land mit 43 Millionen Euro. Das Programm enthält 5 Teilprojekte. Die Autobahnbrücke A5, Kurfürstenanlage Ost, Pfaffengrund, Hauptbahnhof und die Bahnstadt. Das Projekt Mobilitätsnetz Heidelberg geht weiter, zum Beispiel über eine Straßenbahn ins Neuenhammer Feld. Sie ist im Rahmen des Masterplans
Neuenhammerfeld im Gespräch. Minister Winfried Herrmann unterstützt die Idee. Ich habe mich natürlich geärgert, dass ausgerechnet die Universität, die am meisten von dem Anschluss profitieren kann, dass die sozusagen dieses Projekt blockiert. Ohne Rücksicht sozusagen nur aus Eigennutz, aber man hat natürlich auch ein berechtigtes Interesse, nämlich, dass die Messgeräte nicht gestört werden. Aber ich glaube, wenn man will, findet man da eine Lösung. Ich hoffe, dass die Damen und Herren, die da verantwortlich sind an diesem Institut, dass sie einsehen, dass sie auch eine Gesamtverantwortung haben für die Universität und für einen guten ÖPNV-Anschluss, der umweltfreundlich und klimafreundlich ist.